Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. Die Gefährten. Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallenstein, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen neun. Einer den dunklen Herrn auf dunklen Thron im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Prolog. Über Hobbits. Dieses Buch handelt zum großen Teil von Hobbits und der Leser erfährt daraus viel über die Wesensart und ein wenig auch über ihre Geschichte. Weitere Angaben sind in dem Auszug aus dem Roten Buch der Westmark zu finden, der schon unter dem Titel Der Hobbit veröffentlicht wurde. Diese Erzählung gab die ersten Kapitel des Roten Buches wieder, die Bilbo selbst verfasst hatte, der erste Hobbit, der in aller Welt berühmt wurde. Er nannte das Buch Hin und Zurück, weil es von seiner Fahrt in den Osten und seiner Rückkehr handelte, einem Abenteuer, durch das später alle Hobbits in die hier zu berichteten großen Ereignisse jenes Zeitalters verwickelt wurden. Viele Leser werden aber gleich zu Beginn noch mehr über dieses bemerkenswerte Volk wissen wollen, zumal manche vielleicht das frühere Buch gar nicht besitzen. Für sie seien hier einige wichtigere Erkenntnisse der Hobbit-Kunde zusammengestellt und das erste Abenteuer kurz wiedergegeben. Die Hobbits sind ein unscheinbares, aber sehr altes Volk, das früher zahlreicher war als heute, denn sie schätzten Ruhe und Frieden und den wohlbestellten Boden. Sie wohnten am liebsten in kleinen Gemeinden zwischen Äckern und Weidegründen. Kompliziertere Maschinen als Blasebalg, Wassermühle oder Handwebstuhl verstehen und mögen sie auch heute noch nicht. Doch mit Werkzeugen konnten sie geschickt umgehen. Schon in alten Zeiten waren sie im Allgemeinen scheu gegen die Großen, wie sie uns Menschen nennen. Und heute gehen sie uns ängstlich aus dem Wege und sind immer schwerer zu finden. Sie haben ein feines Gehör und scharfe Augen und obwohl sie zur Rundlichkeit neigen und nicht gern etwas übereilen, können sie sich, wenn nötig, sehr fix und flink bewegen. Von jeher beherrschen sie die Kunst, rasch und geräuschlos zu verschwinden, wenn große Leute, denen sie nicht begegnen wollen, dahergepoltert kommen. Und diese Fähigkeit haben sie so verfeinert, dass sie uns Menschen wie Hexerei erscheint. Tatsächlich aber haben sich die Hobbits nie mit irgendeiner Art von Magie abgegeben. Und dass sie sich scheinbar in Luft auflösen können, beruht allein auf ihrer Verbundenheit mit der Erde und ihrer ererbten und sorgfältig eingeübten Fertigkeit, die für größere und plumpere Völker unnachahmlich ist. Denn sie sind ein kleinwüchsiges Volk, kleiner noch als Zwerge, zumindest weniger stark und stämmig, wenn doch nahezu gleich groß, zwischen 2 und 4 Fuß nach unseren Maßen. 3 Fuß erreichen sie heute nur noch selten, aber sie sagen, sie seien geschrumpft und in alten Zeiten größer gewesen. Bandobrastuk, genannt der Bullenrassler, der Sohn von Isumbras des Dritten, soll nach dem Roten Buch 4 Fuß und 5 Zoll gemessen haben. Er konnte sogar ein Pferd reiten. In den Urkunden der Hobbits sind nur 2 namhafte Gestalten der Vergangenheit vermerkt, die ihn überragten. Doch von dieser seltsamen Angelegenheit soll in diesem Buch noch die Rede sein. Was die Hobbits aus dem Auenland angeht, mit denen wir es in diesen Geschichten zu tun haben, so waren sie in Zeiten des Friedens und Wohlstandes ein lebenslustiges Volk. Sie kleideten sich in leuchtende Farben, besonders gern in Gelb und Grün. Schuhe trugen sie selten, denn ihre Füße hatten feste, ledrige Sohlen und waren mit einem dichten Pelz von grausem Haar bedeckt, ähnlich ihrem Haupthaar, das bei den meisten braun war. Das einzige Handwerk, in dem sie nicht viel leisteten, war daher die Schustermacherei. Im Übrigen konnten sie mit ihren langen und geschickten Fingern vielerlei hübsche und nützliche Dinge machen. Ihre Gesichter waren in der Regel eher breit und gutmütig als schön, mit blanken Augen, geröteten Wangen und überaus schling- und schlucktüchtigen Mündern, die immer zum Lachen bereit waren. Denn Lachen, ebenso wie Schlingen und Schlucken, war ebenso oft wie gründlich, war ihnen sehr wichtig.
Sie waren jederzeit zu simplen Späßen aufgelegt und verzehrten gern 6 Mahlzeiten täglich, wenn es sich einrichten ließ. Sie waren gastfreundlich, hatten Freude an Festen und an Geschenken, die sie ebenso gern machten wie auch annahmen. Klar ist wohl, dass die Hobbits trotz der später eingetretenen Entfremdung mit uns verwandt sind, und zwar viel näher als die Elben, näher sogar als die Zwerge. Früher sprachen sie die Sprache der Menschen, doch mit ihrer eigenen Mundart und hatten auch so etwa dieselben Neigungen und Abneigungen wie wir. Welche Art unsere Verwandtschaft aber im Einzelnen war, lässt sich nicht mehr so genau feststellen. Der Ursprung der Hobbits liegt weit in den ältesten Tagen, einem längst entschwundenen und vergessenen Zeitalter. Nur die Elben bewahren noch Urkunden aus jenen Tagen, doch in ihren Überlieferungen geht es nahezu ausschließlich um ihre eigene Geschichte, in der die Menschen nur selten und die Hobbits überhaupt nicht erwähnt werden. So viel immerhin wissen wir, dass die Hobbits schon lange Zeit in Mittelerde still vor sich hingelebt hatten, ehe andere Völker sie auch nur bemerkten. Und da auf der Welt ohnehin an seltsamen Geschöpfen kein Mangel ist, mochte man diese kleinen Leutchen gut und gern übersehen. Doch in den Jahren, als Bilbo und sein Erbe Frodo lebten, wurden sie plötzlich ganz gegen ihren Willen weithin geachtet und berühmt und brachten die Pläne der Weisen und Großen dieser Welt durcheinander. Jene Tage, das dritte Zeitalter von Mittelerde, sind nun längst vergangen und die Gestalt aller Länder ist seither eine andere. Doch die Gegend, in der damals Hobbits lebten, war sicherlich dieselbe, aus der sie auch heute noch nicht ganz entschwunden sind. Der Nordwesten der alten Welt östlich des Meeres, wo sie ursprünglich herstammten, darüber hatten sich unter den Hobbits zu Bilbos Zeiten keinerlei Kenntnis mehr erhalten. Neigung zur Wissenschaft, von der Ahnenkunde abgesehen, war unter ihnen nicht weit verbreitet. Doch in den alten Familien gab es hier und da noch einen, der in den Chroniken der eigenen Vorfahren las oder sogar Berichte der Elben, Zwerge und Menschen von alten Zeiten und fernen Ländern sammelte. Eigene Aufzeichnungen hatten die Hobbits erst seit ihrer Ansiedelung im Auenland. Und ihre ältesten Sagen reichen kaum weiter zurück als in die Jahre ihrer Wanderungen. Dennoch ist aus diesen Sagen und aus manchen eigentümlichen Wörtern und Gebräuchen ersichtlich, dass sie wie viele andere Völker in ferner Vergangenheit westwärts gezogen sein müssen. Ihre ältesten Erzählungen scheinen auf eine Zeit hinzudeuten, als sie in den Tälern am oberen Anduin wohnten, zwischen den Ausläufern des großen Grünwalds und dem Nebelgebirge. Warum sie sich von dort auf den harten und gefährlichen Weg über die Berge nach Eriador machten, ist nicht mehr bekannt. In ihren Berichten ist davon die Rede, dass sie sich die Menschen im Lande vermehrt hätten und dass ein Schatten den Wald verfinstert habe, der seither Düsterwald heißt. Schon bevor das Gebirge überschritten, hatten sich unter den Hobbits 3 voneinander ein wenig verschiedene Stämme gebildet. Die Haarfüße, die Starren und die Fahlhäute. Die Haarfüße hatten eine bräunliche Haut, sie waren kleiner, schmächtiger und bartlos und sie trugen keine Schuhe. Ihre Hände und Füße waren zierlich und flink und sie wohnten am liebsten auf Hochebenen und an Berghängen. Die Starren waren breiter und stämmiger, hatten größere Hände und Füße und zogen das flache Land und die Flussufer vor. Die Fahlhäute hatten hellere Haut und helleres Haar und waren größer und schlanker als die anderen. Sie liebten Bäume und bewaldetes Land. Die Hartfüße hatten in alter Zeit viel Umgang mit den Zwergen und wohnten lange zwischen den Ausläufern des Gebirges. Sie zogen schon früh nach Westen und wanderten nach Eriador hinein bis zur Wetterspitze, während die anderen noch in Wilderland blieben. Sie waren der normale und bekannteste Hobbitschlag und bei weitem der zahlreichste. Sie neigten am stärksten zur Sesshaftigkeit und hielten am längsten an der Sitte ihrer Vorfahren fest, in Stollen und Höhlen zu wohnen. Die Starren blieben noch länger als die Haarfüße an den Ufern des großen Stroms, des Anduin.
Sie hatten weniger Scheu vor den Menschen. Als später auch sie westwärts wanderten, folgten sie dem Fluss Lautwasser nach Süden und dort siedelten viele von ihnen lange in der Gegend zwischen Tarbad und den Grenzen von Dunland, ehe sie nach Norden zogen. Die Fahlhäute, die am wenigsten zahlreichen, waren eine Sippe, die nördlich von den anderen gewohnt hatte. Sie verkehrten freundschaftlicher als die anderen Hobbits mit den Elben und verstanden sich besser auf Wörter und Lieder als auf Handwerke. Und von alters her zogen sie die Jagd dem Ackerbau vor. Sie überschritten die Berge nördlich vom Bruchtal und folgten dem Lauf des Weißquell. In Eriador vermischten sie sich bald mit den anderen Hobbits, die vor ihnen gekommen waren, aber da sie etwas wagemutiger und unternehmungslustiger waren, fand man sie oft als Führer oder Oberhäupter von Starren oder Haarfußsitten. Auch zu Bilbos Zeit war unter den größeren Familien wie den Tux und den Herren von Bockland noch ein starker, fahlhäutischer Einschlag zu bemerken. In Eriador, dem Land im Westen von Mittelerde zwischen dem Nebelgebirge und den Bergen von Lun, fanden die Hobbits sowohl Elben wie Menschen vor. Sogar ein Rest der Dúnedain hatte sich hier noch erhalten, des Königsgeschlechts der Menschen, die von Westernis übers Meer gekommen waren. Aber sie schwanden rasch dahin und die Länder ihres nördlichen Königreichs verödeten. Platz für Neuzugewanderte gab es also mehr als genug. Und nicht lange. So begannen sich die Hobbits in richtigen Gemeinden niederzulassen. Ihre ersten Siedlungen waren zu Bilbos Zeit zumeist schon wieder verlassen und vergessen. Aber eine der ersten, die Bedeutung erlangt hatte, war bestehen geblieben, wenn auch in kleinerem Umfang. Diese lag in Bre und seiner Umgebung, dem Chetwald, etwa 40 Meilen östlich vom Auenland. Es muss in jener frühen Zeit gewesen sein, dass die Hobbits die Schreibkunst erlernten, und zwar nach der Art der Dúnedain, die sie ihrerseits viel früher von den Elben erlernt hatten. Und in jener Zeit vergaßen sie auch die Sprachen, die sie vorher gesprochen haben mögen, und gebrauchten von nun an die Gemeinsprache, das sogenannte Westron, das in allen Ländern der Könige von Arnor und Gondor geläufig war und an allen Meeresküsten von Belfalas bis Lún. Doch behielten sie einige eigene Wörter bei, auch die Monats- und Wochentagsnamen und eine Vielzahl alter Personennamen. Etwa um diese Zeit beginnt bei den Hobbits die Legende, in Geschichte mit einer Zeitrechnung überzugehen. Denn im Jahre 1601 des dritten Zeitalters zogen die Brüder Marcho und Blanco aus der Sippe der Fahlhäute von Bre nach Westen, um mit der Erlaubnis des Hohen Königs in Vornost überschritten sie an der Spitze einer großen Schar Hobbits den braunen Fluss Baranduin. Sie kamen über die Steinbogenbrücke, der in der Blütezeit des nördlichen Königreichs erbaut worden war, und nahmen alles Land vom jenseitigen Flussufer bis zu den fernen Höhen in Besitz. Auferlegt wurde ihnen nur, dass sie die große Brücke, wie auch alle anderen Brücken und Straßen, instand hielten, dass sie die Boten des Königs achteten und seine Herrschaft anerkannten. Damit begann im Auenland die Zählung der Jahre, denn das Jahr des Übergangs über den Brandywein, wie sich die Hobbits den Flussnamen zurechtlegten, wurde das Jahr 1 der Auenland-Zeitrechnung und alle späteren Daten wurden danach berechnet. Die westlichen Hobbits gewannen ihr neues Land schnell lieb. Sie blieben dort und in der Geschichte der Menschen und Elben war von ihnen bald nicht mehr die Rede. Solange es noch einen König gab, waren sie dem Namen nach seine Untertanen, aber tatsächlich hatten sie ihre eigenen Oberhäupter und mischten sich ins Weltgeschehen außerhalb ihres Landes nicht ein. Zur Schlacht bei Vornost, der letzten im Krieg mit dem Hexenfürsten von Angmar, schickten sie dem König ein paar Bogenschützen zu Hilfe. Oder behaupteten es jedenfalls, obwohl es in den Geschichtsbüchern der Menschen nirgends etwas erwähnt wird.
In diesen Kriegen aber fand das nördliche Königreich sein Ende und betrachteten die Hobbits das Land als ihr Eigentum und wählten unter ihren Oberhäuptern einen Tain, der die Hoheitsrechte des Königs wahrnehmen sollte, den es nicht mehr gab. Über 1000 Jahre lang wurden sie von Kriegen kaum behelligt und nach der Schwarzen Pest im Jahre 37 nach auenländischer Zeitrechnung gediehen sie und vermehrten sich, bis der unheilvolle lange Winter eintrat, auf den eine Hungersnot folgte. Viele Tausende kamen darin um, aber die Zeit dieser Erzählung waren die Tage der Not, 1158 bis 1160, lange vorüber, und die Hobbits hatten sich wieder an ein Leben im Überfluss gewöhnt. Das Land war reich und fruchtbar, und wenn es auch vor ihrer Ansiedelung lange brach gelegen hatte, war es doch einst gut bestellt gewesen, und der König hatte dort viele Gehöfte, Getreidefelder, Weinberge und Forsten gehabt. Über 40 Wegstunden erstreckte es sich von den fernen Höhen bis zur Brandiweinbrücke und 50 waren es von den Hochmooren im Norden bis zu den Flussniederungen im Süden. Die Hobbits nannten alles, was zum Hoheitsgebiet ihres Tains gehörte, das Auenland. Und auf diesem behaglichen Flecken Erde richteten sie sich ein und gingen den achtbaren Geschäften ihres wohlgeregelten Lebens nach. Immer weniger kümmerten sie sich um die Welt ringsum, wo man dunklen Gestalten begegnen konnte. Und schließlich meinten sie, dass Friede und Überfluss in Mittelerde die Regel seien und allen vernünftigen Leuten von Rechts wegen zustünden. Das Wenige, was sie über die Wächter und die Mühen derer gehört hatten, die den langen Frieden für das Auenland möglich machten, vergaßen sie oder schenkten ihm keine Bedeutung. In Wirklichkeit lebten sie in einem geschützten Bezirk, hatten aber aufgehört, daran zu denken. Zu keiner Zeit waren die Hobbits, egal welchen Schlages, kriegerisch gewesen und untereinander hatten sie sich nie bekämpft. In alten Zeiten hatten sie natürlich oft zu den Waffen greifen müssen, um sich in der rauen Wirklichkeit ihrer Haut zu wehren, aber zu Bilbos Zeit war das schon lange her. Die letzte Schlacht vor Beginn unserer Geschichte, die einzige überhaupt, die je auf auenländischem Boden stattgefunden hatte, gehörte einer Vergangenheit vor jeder lebendigen Erinnerung an. Die Schlacht bei Grünfeld im Jahre 1147 nach auenländischer Zeitrechnung. Als Bandobras Tuk eine Bande eingedrungener Orks vertrieb. Sogar das Wetter war in letzter Zeit milder geworden und die hungrigen Wölfe, die einst in bitterkalten Wintern von Norden gekommen waren, kannte man nur noch von den Erzählungen der Großväter. Zwar gab es im Auenland noch immer allerlei Waffen, doch hingen sie zumeist als Andenken über dem Kamin an der Wand oder wurden im Museum von Michel Binge verwahrt, dem Matromhaus. Denn alles, wofür die Hobbits im Augenblick keine Verwendung hatten, das sie aber auch nicht wegwerfen mochten, nannten sie Matrom. Ihre Behausungen waren nicht selten übervoll von solchen Sachen. Und auch viele Geschenke, die von Hand zu Hand gingen, waren von dieser Art. Dennoch war dieses Völkchen in all dem Frieden und Wohlstand wehrhaft geblieben. Wenn es darauf ankam, waren sie nicht leicht klein oder tot zu kriegen. Und vielleicht hingen sie nicht zuletzt deshalb so unersättlich an den guten Dingen des Lebens, weil sie, wenn es sein musste, auf sie verzichten konnten. Und dann hielten sie Schicksalsschlägen, Feinden und schlechtem Wetter mit einer Zähigkeit stand, die jeden verblüffte, der sie nicht genau kannte und der nur ihre Bäuche und runden Gesichter sah. Obwohl sie selten Streit suchten und nichts und niemanden rein zum Vergnügen töteten, wussten sie sich zu wehren, wenn man sie angriff. Und notfalls konnten sie noch immer mit Waffen umgehen. Sie waren gute Bogenschützen,
mit scharfem Auge und sicherer Hand. Und sie trafen nicht nur mit Pfeil und Bogen. Wenn ein Hobbit sich nach einem Stein bückte, wusste jedes unerlaubt durch einen Garten streunende Tier, dass es ratsam war, schleunigst in Deckung zu gehen. Ursprünglich hatten alle Hobbits in Höhlen gelebt, oder wenigstens glaubten sie das, und darin fühlten sie sich am besten aufgehoben. Aber im Laufe der Zeit hatten sie sich auch mit anderen Arten von Behausungen abfinden müssen. In der Regel hielten zu Bilbos Zeit nur noch die Reichsten und die Ärmsten an den alten Wohngebräuchen fest. Die Ärmsten wohnten nach wie vor in Höhlen dürftigster Art, waren Löchern mit nur einem oder gar keinem Fenster, während die Reichen die schlichten Höhlen von einst in luxuriöser Ausgestaltung beibehielten. Geeigneter Baugrund für diese weit verzweigten Stollen oder Smiles, wie man sie nannte, war aber nicht überall zu finden, und in den Ebenen und Niederungen begannen die Hobbits, als sie zahlreicher wurden, auch oberirdisch zu bauen. Selbst in den hügeligen Gegenden und in den älteren Siedlungen wie Hobbingen, Tuckbergen oder in Michelbinge auf den Weißen Höhen, den bedeutsamsten Ort des Auenlandes, standen nun viele Häuser aus Holz, Stein oder Ziegeln. Diese waren besonders bei den Müllern, Schmieden, Seilern, Stellmachern und anderen Handwerkern beliebt, denn die Hobbits hatten schon immer Schuppen und Werkstätten gebaut. Auch als an Wohnhöhlen noch kein Mangel war. Die Gewohnheit, Bauernhäuser und Scheunen zu bauen, soll zuerst unter den Bewohnern des Bruchs am Brandywine aufgekommen sein. Die Hobbits in dieser Gegend, dem Ostviertel, waren ziemlich dick und breitfüßig. Bei schlechtem Wetter trugen sie Zwergenstiefel. Aber es war bekannt, dass sie ein gut Teil Starrenblut in den Adern hatten, wie man schon an dem Flaum sehen konnte, der vielen von ihnen ums Kinn spross. Kein Haarfuß oder Pfahlhäuter hatte die mindeste Spur von Bartwuchs. Die Leute aus dem Bruch und aus Bockland, dem Streifen auf dem Ostufer des Flusses, der erst später besiedelt worden war, waren erst nach den anderen Hobbits aus südlichen Gegenden gekommen. Und sie hatten noch viele eigentümliche Namen und Wörter, die man anderswo im Auenland gar nicht mehr kannte. Es ist wahrscheinlich, dass die Baukunst, wie so viele andere Fertigkeiten, von den Dúnedain stammte. Aber die Hobbits könnten sie auch unmittelbar von den Elfen erlernt haben, die in frühester Zeit die Lehrmeister der Menschen waren. Denn die Elben des hohen Geschlechts hatten Mittelerde noch nicht verlassen und wohnten damals an den grauen Anfurten im Westen und anderen Orten, die vom Auenland aus gut zu erreichen waren. Drei Elbentürme aus unvordenklichen Zeiten waren noch immer auf den Turmbergen jenseits der Westmarken zu sehen. Bei Mondschein sah man sie weit übers Land schimmern. Der höchste stand am fernsten, für sich allein auf einer grünen Hügelkuppe. Die Hobbits im Westviertel sagten, von der Spitze des Turms aus könne man das Meer sehen, doch weiß man von keinem Hobbit, der je hinaufgestiegen wäre. Überhaupt hatten nur wenige Hobbits je das Meer gesehen oder gar befahren, und noch weniger waren zurückgekehrt, um davon zu berichten. Die meisten Hobbits betrachteten schon Flüsse und kleine Boote mit tiefem Argwohn, und nicht viele konnten schwimmen. Und je länger sie im Auenland lebten, desto weniger sprachen sie mit den Elben. Sie begannen sich vor ihnen zu fürchten und allem zu misstrauen, die mit ihnen Umgang hatten. Das Meer wurde ihnen zu einem Schreckenswort, einem Sinnbild des Todes, und sie wandten auch den Blick ab von den Bergen im Westen. Aber mochten sie die Baukunst auch von den Elben oder von den Menschen übernommen haben, die Hobbits verfuhren darin
auf ihre eigene Weise. Mit Türmen hatten sie nichts im Sinn. Ihre Häuser waren meist lang, niedrig und wohnlich. Die ältesten waren eigentlich oberirdische Nachbildungen von Smiles, mit trockenem Gras oder Stroh gedeckt, vielleicht auch mit Sodendächern, die Wände ein wenig ausgebraucht. Diese stammten jedoch aus der Frühzeit des Auenlandes und seither hatte sich die Bauweise längst verändert und verbessert. Manche neuen Methoden hatten die Hobbits von den Zwergen gelernt, manche hatten sie selbst erfunden. Eine Vorliebe für runde Fenster und sogar runde Türen blieb die wichtigste Besonderheit der Hobbit-Architektur. Die auenländischen Häuser und Höhlen waren oft sehr geräumig und wurden von großen Familien bewohnt. Bilbo und Frodo Beutlin waren als Junggesellen in dieser, wie auch in anderer Hinsicht, zum Beispiel ihrer Freundschaft mit Elben, die großen Ausnahmen. Mancherorts, wie bei den Tucks in Groß-Smiles oder den Brandybox im Brandygut, lebten etliche Generationen von Verwandten mehr oder weniger friedlich in ein und demselben vielstolligen Stammwohnsitz zusammen. Überhaupt waren alle Hobbits sehr sippenbewusst und gaben sich über ihre Verwandtschaftsbeziehungen genauestens Rechenschaft. Sehr gründlich und ausführlich zeichneten sie die unzähligen Verzweigungen ihrer Familienstammbäume auf. Wer mit Hobbits zu tun hat, darf nie vergessen, wer mit wem in welchem Grade verwandt ist. Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, wollte man versuchen, einen Stammbaum aufzustellen, der auch nur die bedeutenderen Angehörigen der bedeutenderen Familien aus der Zeit umfasste, von der diese Geschichten handeln. Die Ahnentafeln am Ende des Roten Buches der Westmark sind ein kleines Buch für sich und jeder, der kein Hobbit ist, fände sie maßlos langweilig. Die Hobbits aber hatten viel Sinn für solche Dinge, in denen alles seine Richtigkeit haben musste. Bücher mochten sie, wenn vieles darin stand, was sie schon wussten, schlicht und klar und ohne Widersprüche.